Also mein Name ist Michael Steiner, ich komme von der BH Wien und leite dort das KIDS-Projekt für den regionalen Bereich mit einem tollen Team letztendlich. Also es sind wirklich an die 10 Leute fast, die bei uns im Team dabei sind. Wir versuchen die 10 Schulen aus dem NMS- und AHS-Bereich, die sich auf den Weg machen, ihre Vision von Unterricht nämlich zu verwirklichen mit digitalen Geräten, diese zu begleiten in dieser Zeit. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir natürlich einiges zu berichten über Strukturen und Möglichkeiten, die eben solche Prozesse unterstützen können. Davon wollen wir heute erzählen. Vielleicht noch kurz zu mir. Mein Name ist Evelyn Dechern-Tucheslau. Meine Rolle im Projekt, ich bin sozusagen die Schulentwicklerin. Also ich kümmere mich um die zweite Zeile sozusagen oder den ersten Begriff in der zweiten Zeile. Und das ist uns ein wesentliches Anliegen, dass wir das Projekt umfassend begleiten, also im ganzheitlichen Sinne der Schulentwicklung, in der alle Bereiche abgedeckt sind, also die Unterrichtsentwicklung, die Organisationsentwicklung und die Personalentwicklung. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Ja. Ich bediene auch die Folien. Was mir an KIDS-Projekt besonders gefällt, ja, bevor du noch umschaltest, ist die beiden Pole, finde ich, die von Anfang an da waren. Visionieren, was Unterricht sein kann, was ist innovativer Unterricht? Und dann geht es erst um die Frage, welche Rolle können da digitale Medien spielen? Und mir ist das so wichtig, ja, weil wenn ich mir denke, wo holen wir die Lehrer ab und Lehrerinnen? Wir holen sie nicht dabei ab, wenn wir sagen, digitale Medien sind innovativ. Ja? Wir holen die Lehrerinnen ab, wenn wir sie fragen, was ist ihr innovativer Unterricht? Welches Bild haben sie davon? Was ist ihnen wichtig im Unterricht? Digitale Medien sind manchmal ein Katalysator für innovativen Unterricht. Denn da muss man sich schon ziemlich darauf vorbereiten und einlassen und man muss offen sein. Und damit spricht man einen bestimmten Typ an. Wir gehen gleich weiter dazu zu einem Beispiel. Eine Kids-Schule von uns, die Kopfstraße. Wir haben im Projekt Good Practice-Beispiele auch gesammelt und ausgetauscht. Und die Kopfstraße hat uns ein Good Practice Beispiel gebracht mit Greenscreen. Die arbeiten sehr viel immer mit Videos, und also der Ingo Stein vor allem. Und das Thema war, Entdecker und Forscher darzustellen, indem sie in die Rolle schlüpfen und diese Person präsentieren. Und das war ein gemeinsames Projekt von mehreren Schulen. Sie haben sich das gegenseitig dann vorgestellt. Und die haben das da gemacht mit dem Greenscreen. Und ich sage es auch nur deshalb, und zwar in Deutsch, weil der Ingo dazu einige Sachen gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, wann macht denn ihr das? Sagt er, naja gut, wir sind eine Ganztagsschule, da kann man das mitunter am Nachmittag auch machen. Er hat aber auch gesagt, die machen das auch bei mir im Unterricht. Weil ich bin in einem Raum, da gibt es nämlich ein zweites Kammerl. Weil das war ehemaliger Biologiesaal. Und dort gehen sie rein und machen sie das. Ja, dort haben wir das Equipment, die Kameras. Und dann vertonen sie das. Und er kann also gar nicht genau sagen, wann die das machen, weil er das parallel laufen hat. Und Sie sehen, damit bin ich mittendrin, wo ich mit einem didaktischen Thema anfange und auf einmal ende bei der Organisationsentwicklung, Schulentwicklung, vielleicht auch Personalentwicklung, nämlich es braucht ja auch Leute, die das können. So, ja, das sind wir sozusagen beim theoretischen Modell von Rolf, das die Schulentwicklung darstellt. Man sieht also an dem Beispiel ganz gut, es braucht sozusagen mal die didaktische Umsetzung der Idee, ja? Aber zu dieser didaktischen Umsetzung gehört viel mehr dazu. Ich brauche das Personal, das weiß, wie das überhaupt geht, das sich damit auskennt. Und ich brauche gleichzeitig in der Organisation die Ressourcen, die dafür bereitgestellt sind. Ich brauche einen Chef oder eine Chefin, die mich dementsprechend dabei unterstützt, die vielleicht auch die Pläne, die Stundenpläne so gestaltet, die vielleicht auch mir ein Team zur Verfügung stellt, von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Das sind alles Dinge, die auf unterschiedlichen Ebenen ablaufen und die wir versucht haben, mitzugestalten und mitzuberücksichtigen in der Begleitung der Schulen, die Teil dieses Projekts waren. Von daher sind wir letztendlich dazu gekommen, wie können wir das, was wir tun, mit den Schulen überhaupt beschreiben?
Und den Schulen wird es mehr wurscht sein, ja, weil die tun das einfach als Teams. Ja. Aber doch für eine Art reflektierte Auseinandersetzung damit ist nicht unklug. Und damit sind wir auf die professionellen Lerngemeinschaften gekommen. Weil wir genau das machen, die professionellen Lerngemeinschaften bestehen, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber nach Hort und nach Rolf, aus 5 Säulen. Und die sehen Sie da. Es gibt einmal ein gemeinsam handlungsleitendes Ziel. Es gibt eine Architektur der Zusammenarbeit. Es gibt den Fokus auf Lernen, auf das Lernen der Schülerinnen. Wir würden sagen, das ist die Didaktik letztendlich. Hier ist schon eine inhaltliche Aussage getroffen. Es geht um reflexierten Dialog und es geht um Öffnung von Unterricht. Und das ist ein Prozess einer kontinuierlichen Zusammenarbeit im Hinblick auf Unterrichtsentwicklung, Qualitätsentwicklung und damit auch auf Schulentwicklung. Ich möchte auf die einzelnen Sachen noch kurz näher eingehen, aber eigentlich mit einer Weiterführung schon, weil in unseren Augen verändert sich etwas durch den Einsatz digitaler Medien. Deshalb spreche ich hier von professionellen E-Learn-Gemeinschaften, also hier fehlt das E anscheinend, aber im E ist es da drinnen. Und damit kommt eine Säule dazu. Man könnte ja sagen, diese gemeinsam handlungsleitenden Ziele sind Visionen, die ich einmal brauche. Und die sind im KIDS-Projekt ganz wichtig. Ganz am Anfang steht eigentlich die Schulvision oder die Vision des Lehrerinnenteams in der Klasse. Das zweite ist, wie arbeiten wir also daher zusammen in der Klasse? Die Architektur und Strukturen. Das dritte eben die Didaktik. Und das vierte, was dazu kommt, sind die Ressourcen, wie ich es zuerst erzählt habe, anhand dieses Beispiels von Ingo Stein in der Kopfstraße. Raumressourcen und deresgleichen, technische Ressourcen und so weiter, Zeitressourcen. Und diese ersten vier Säulen bilden bei uns das Monitoring. Wenn wir mit Schulen reden, was braucht ihr, wo steht ihr, dann schauen wir uns diese vier Säulen an. Was ist eure Vision? Wo wollt ihr hin? Was ist das Ziel für dieses Schuljahr? Welche Strukturen braucht ihr dazu? Oder wie können wir euch da unterstützen? Was heißt das für eure Didaktik? Und welche Ressourcen braucht ihr? Ja. Weiter? Ja, ich glaube, wir können da weiter. Es geht also zunächst einmal um Implementierung von professionellen E-Learning-Gemeinschaften an Schulen. Und ihr seht da bei uns welche gerade in Action, eine Gruppe, die sich da zusammensetzt. Was können also so professionelle Lerngemeinschaften sein? Es können Fachgruppen sein, es können Jahrgangsteams sein, zum Beispiel der Ingo Stein, das ist immer ganz wichtig, auch zu sehen, wie Schulen ticken. Der Ingo Stein mit der Ganztagsschule, der sagt uns, ich kann so schwer Schiffs machen, weil wir eine Ganztagsschule sind. Und außerdem rennt bei uns alles über Jahrgangsteams. Weil bei unseren Jahrgangsteams, da machen wir uns alles aus, auch was wir an digitalen Schulungen brauchen. Und das wird von denen bestimmt. Da können wir nachher von Seiten der BH schwer sagen, okay, na, wir brauchen andere Strukturen. Ja? Aber wir können sagen, okay, aha, das ist eine professionelle Lerngemeinschaft. Schauen wir, wie wir da anknüpfen können, wie wir sie unterstützen können. Dann Klassenteams, wie es viele im KIDS-Projekt gibt, und eben Steuergruppen und Arbeitsgruppen, die es auch an vielen Schulen zu finden sind. Und damit die Frage an Sie, gibt es bei Ihnen professionelle Lerngemeinschaften in der Schule? Wobei das in dem Fall jetzt fast nur mehr eine rhetorische Frage ist. Eine rhetorische, wir können es nicht beantworten, aber ich denke, ja. Es gibt sicher viele, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, und man muss sie nur heben. Wenn es so professionelle Lerngemeinschaften gibt und so eine Dynamik, dann wird die Schule zu einer Lernenorganisation. Das ist so das Ziel dahinter, das Schulentwicklerische. Und Sie sehen, es braucht die Leadership, es braucht das Bekenntnis der Direktion, aber nicht nur das Bekenntnis, er muss auch ein Promoter sein. Er muss Promoter sein für den Prozess. Und das vergessen oft die Direktoren. Die sagen, ja, macht's mit beim KIDS-Projekt, haben wir auch oft erlebt, ja. Aber wie das rennt, und dann habe ich schon irgendwann sogar mal vergessen, dass das ein KIDS-Projekt ist. Ja. Und dann braucht es diese menschliche Seite, die Dynamik, die die Personen einbringen, professionellen Lerngemeinschaften und die Strukturen im System, um dieses Ziel zu erreichen.
Was man vielleicht noch dazu sagen kann, diese professionelle Lerngemeinschaft auf der Ebene der Menschen ist eigentlich das, was die lernende Organisation mit Leben erfüllt, so könnte man sagen. Absolut. Ja? Weil eine lernende Organisation ist eigentlich sehr abstrakt in ihrer Idee. Und auf der Ebene der Lerngemeinschaften, des gemeinsamen Arbeitens, kommt sie auch ins Leben und da geht dann auch was weiter. Ja. Sie kennen die lernende Organisation als Begriff von Peter Senge, möglicherweise mit der fünften Disziplin. Dort werden Sie auch viel davon nachlesen können. Ich habe mir nachher gedacht, nachdem das KIDS-Projekt eingebunden ist ins ELSA-Projekt, habe ich mir die Ziele von ELSA, E-Learning im Schulalltag, genommen und einmal geschaut, was da steht. Jeder Schüler arbeitet mit digitalen Medien im Unterricht. Also wenn ich diese Ziele erreichen will, Lehrerinnen setzen digitale Medien systematisch im Unterricht ein. Lehrerinnen-Teams entwickeln und erproben gemeinsame E-Learning-Szenarien. Spätestens da bin ich bei den professionellen Lerngemeinschaften. Ich erzähle jetzt nicht alles aufgrund der Zeit, aber irgendwo steht da auch, ELSA-Schulen kooperieren mit anderen Schulen im Bereich E-Learning. Und wenn ich das ernst nehme, dann gehe ich aus dem eigenen Kontext raus und verbinde Kontexte. Und damit sind wir bei dieser Aussage von Fullen, der das in Wirklichkeit in Englisch preisgibt. Ja, ja, ich habe die Aufgabe gekriegt, das zu lesen, glaube okay, ich. Okay, dann lesen wir es doch vor. When you learn in context, two things happen. One is that by definition, the learning is specific to the context. The other is that you're doing so with others. The very premise of systems thinking is that you continually expand the contents which you experience and learn from as you seek solutions to complex adaptive challenges. Learning in wider contexts leads to changing these very contexts as one interacts with others to develop new solutions. Und wenn ich das ernst nehme, und das passiert ja in unseren Netzwerken oft, gerade im KIDS-Projekt auch, dann komme ich zu einer weiteren Form, zu einer weiteren Ebene, die wir professionelle Cluster-Lerngemeinschaften nennen. Es gibt im ELSA, also es gibt viele Netzwerke, die wir haben. Und es gibt auch Kommunikation natürlich in Netzwerken. Aber Netzwerke sind etwas anders als Cluster. Cluster sind regionaler und Cluster sind stärker aufeinander bezogen. Und so versuchen wir, die einzelnen professionellen Lerngemeinschaften in den Schulen zusammenzubekommen über ihre Koordinatorinnen und hier diesen professionellen Cluster-Lerngemeinschaften zu begleiten, als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen und da den Austausch zu fördern. Das sehen wir als eine wesentliche Aufgabe. Also wir arbeiten auf zwei Ebenen, wir unterstützen die Schulen und wir arbeiten im Prozess mit den professionellen Cluster-Lerngemeinschaften. Was ist das Ziel solcher professioneller Cluster-Lerngemeinschaften? Das eine ist das Practitioner Knowledge, also das Wissen zu sammeln, das die Expertinnen einbringen. Das zweite, Neues zu kreieren, das wir auch im KIDS-Projekt machen, ja, eben indem Schulen zum Beispiel Partnerschaftsprojekte machen und deresgleichen. Ja. Und dieses Public Knowledge mit Leben zu füllen, also Theorie und Praxis zusammenzubringen, das ist auch eine sehr reizvolle Arbeit, die wir in der Begleitung der Schulen sehen. Ja. Und wo wir natürlich gleich immer auch die Spannung haben, wenn wir auch zu stark forcieren oder zu viel von außen einbringen, dass die Lehrer nachher wieder sagen, hey, hoppla, hoppla, hoppla. Ja, wir agieren auch und wollen auch nicht agieren. Drinnen. Und gut. Letztendlich, was auch dahinter steckt, ist, dass eine Gruppe mehr ist als nur die Summe ihrer Teile. Also gerade wenn es um das Heben und Kreieren von neuem Wissen geht, das steckt auch hinter dieser dreiteiligen Folie der Wissensfelder. Und ich denke, das hat sich bei uns im KIDS-Projekt sehr bewährt, dieses Voneinander profitieren, vom Austausch, dem Weitergeben und neue Ideen kreieren. Das ist wohl einer der wesentlichen Mehrwerte von Professional Learning Communities. Genau, um Beziehungen zu schaffen, ja, wo man einander vertraut und dadurch erst überhaupt Unterricht öffnen kann. Eine Zeit lang
kennen Sie das nur, wo es geheißen hat, Unterricht öffnen, hospitieren. Ja, super. Und das ist so postularisch gekommen, ja, und alle haben sich ein bisschen Druck davor. Oder man hat es halt nachher gemacht oder so, ja, und sie sagen, ja, wir sind innovativ, aber ja, aber Unterricht eröffnen ist, muss gar nicht so anstrengend sein. Ja? Da geht es doch um den Austausch und um ein freiwilliges Eröffnen. Und das kann immer mehr werden. Hier haben Sie die Struktur unserer PLGs und damit in den PCLGs, Koordinationsteams. Wir haben das letzte Jahr wirklich Einzelgruppen gehabt, jeweils von 3 Schulen. Das war irrsinnig ressourcenreich, das so zu begleiten. Wir haben es dieses Jahr in 2 Gruppen zusammen, also 2 Gruppen jeweils zusammengefasst. Aber auch das war eine gute Erfahrung, einmal in ganz kleinen Strukturen zu arbeiten. Wie begleiten wir? Ja, das Vernetzen ist eben ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, was so eines der Kernstücke ist unserer Begleitung, ist das Miteinander reflektieren. Also das Austauschen darüber, was ist gut gelungen, was ist weniger gut gelungen, was lernen wir daraus, ja, was bedeutet überhaupt Unterricht für uns mit digitalen Medien, wo liegen unsere Schwerpunkte, was ist uns wichtig. Also dass wir auch immer wieder Schleifen ziehen, auch im Sinne eines Qualitätsmanagement-Zirkels, wo es schon darum geht, mal zu schauen, was ist mein Plan, wenn ich den umsetze, inwieweit gelingt er mir, was muss ich verändern, damit ich zu einem besseren Ergebnis komme, und dann geht das Ganze wieder in eine neue Schleife. Und manchmal braucht es einfach eine Veränderung des Frames oder des Rahmens oder überhaupt der Konzepte, ja, der Konzeption, wenn man sieht, das funktioniert halt so nicht, aus mehreren Gründen. Ich möchte Ihnen noch kurz die Phasen des Kids-Projekts vorstellen, weil an dem Prozess sieht man ganz gut, wie das bei uns gelaufen ist. Und zwar stelle ich immer gegenüber Kids Österreich, das Motto von Kids Österreich und von Kids Wien. Die erste Phase war Kids erfindet sich. Wir haben in dieser Zeit, in diesem ersten Jahr, Kids for Teachers, Lehrer und Lehrerinnen und Schulen lernen einander kennen. Eine ganz tolle Geschichte, weil von der Helle und vor allem von der Erika auch wo es darum gegangen ist, einmal die Kids-Schulen haben sich gegenseitig besucht, und zwar nicht nur die Koordinatorinnen, sondern ganz normale Lehrerinnen, immer zu einem Fachgebiet, und die Schule hat sich jeweils vorgestellt, so quasi. Und es war so toll, wenn man dann eingeladener ist, und weil es da schon einmal darum geht, in der Schule überhaupt als ein Team sich zu empfinden, die überhaupt andere einladen können. Ja? Also Implementierung von PLGs. Das zweite Jahr war Kids wird sichtbar. Bei uns war es Kids Austausch und Kooperation in den PCLGs. Da ist es darum gegangen, dass die Schulen Partnerschaftsprojekte gemacht haben. Es ist darum gegangen, eben um diese Reflexionsgeschichten mit Methoden, die wir auch noch gern herzeigen würden, aber die Zeit ist schon sehr knapp. Und dann Kids macht Schule ist dieses Jahr. Unser Blickwinkel hier ist Kids for Kids, denn es soll ja bei den Schülerinnen ankommen, dieses Projekt. Und da besuchen Schüler mit ihren Lehrern andere Kids-Schulen und schauen, was ist denn das Innovative in dieser Schule, und halten das fest und tauschen sich aus. Und zum Schluss Kids wirkt weiter, das heißt für uns Kids Begleitung im System, was hält sich von dem, was wir tun im System, und das geht ja auch immer über das Projekt. Vielleicht noch ganz kurz zu dem ersten Punkt, weil du schon kollegiale Hospitation angesprochen hast, also gerade in diesem ersten Jahr war das ein Beispiel von kollegialer Hospitation in Reinkultur, das ganz natürlich funktioniert hat und ohne große Dünkelprobleme oder sonstige Schwierigkeiten. Ich nehme, also nachdem du schon so nickst, sage ich da nichts Falsches. Ja? Also man sieht auch, wie das ins Leben kommen kann durch ein Projekt und oft auch sozusagen bottom-up besser als top-down. Ganz kurz jetzt der Begleitprozesse für die PLGs an den Schulen, haben wir einen Zirkel gedacht, und zwar, indem sie mir eine Orientierungsphase gegeben hat übers Jahr, eine Analysephase von dem, ein Contracting mit den Schulen, was braucht sie, was wollt ihr. Dann hat es Module gegeben, die wir versucht haben anzubieten, und Lehrveranstaltungen, dann eine Reflexion
im April meistens schon wieder fürs nächste Jahr. Analysephase heißt in dem Fall, was brauchen wir als Schule zum Beispiel an Fortbildung, was wollen wir und welche Ziele wollen wir uns heuer setzen im Vergleich zum Jahr davor, wie führen wir weiter, ja? Und was brauchen wir dann von der pädagogischen Hochschule, also um sich vorstellen zu können, was damit gemeint ist. Dazu haben wir eine Reihe von Formaten angeboten, von der Prozessbegleitung bis zur inhaltlichen Begleitung haben die Schulen auch wählen können. Ja. Und vielleicht, was da noch interessant sein könnte oder ich interessant finde, ist, wenn wir von Schulentwicklung sprechen, dann haben wir in unseren Angeboten sehr darauf geschaut, nicht nur eine fachliche Schulung bereitzustellen für Kolleginnen und Kollegen, sondern auch eine Prozessbegleitung. Das heißt, genau, zu schauen, wie kann man überhaupt die Informationen, die Fertigkeiten, die weitergegeben wurden, in die Schulen bringen, in die Klassen bringen, an die Kollegen weitergeben, was braucht sozusagen, ja, dass die Innovation überhaupt in die Schule kommt. Ja. Wie kommt das Neue ins System, ist ja, denke ich, auch ein Motto von KIDS. Wir haben dazu Begleitprogramme entwickelt mit den Schulen, wo es darum gegangen ist, was sind ihre Ziele für dieses Jahr noch einmal und dass sie dann festgehalten haben können, was sie für Lehrveranstaltungen besuchen wollen und deresgleichen. Hat nicht so reibungslos geklappt, wie wir uns das gedacht haben, aufgrund der Rahmenbedingungen zunächst. In Wien ist das ganz schlimm gewesen mit der Reduzierung von Ganztagsveranstaltungen auf nur mehr halbtägige Veranstaltungen. Sie müssen sich vorstellen, die Lehrer machen sich Gedanken, wer geht wohin, und dann heißt es auf einmal, sie können das nicht besuchen, weil die Lehrveranstaltung abgesagt ist. Ja. Jetzt im zweiten Jahr haben wir wieder das Problem gehabt, dass Lehrer wohin gehen wollten und wir versprochen haben, sie kommen in die Lehrveranstaltung rein. Auf einmal war sie voll und es ist doch nicht so gegangen. Also dieser Kampf mit dem System ist schwierig. Zeigt auch, wie der Rahmen manchmal dann einfach geändert werden muss. Nur wenn sich die Bedingungen ändern, müssen wir auch an der PH mit unseren Angeboten mitziehen. Ja. Das, was aber wirklich, glaube ich, gut ist, ist, dass dieses Begleitprogramm auch ins PCLG reinkommen ist. Und Sie sehen hier eine Struktur der Veranstaltungen, die wir übers Jahr haben. Und dass sich da gleich die Leute zuordnen, die dorthin gehen. Dann hat man relativ bald einen Einblick, wer kommt und vor allem sehen die Schulen, das steht uns dieses Jahr bevor. Ich glaube, wir sollten Schluss machen, oder? Ja, ein paar kurze Methoden noch. Die eine Methode haben Sie kennengelernt an reflexiven Methoden, die wir haben. Andere Methoden, die wir verwenden, sind Footprints of Emergence, um den Unterricht zu analysieren oder auch um eine Orientierung zu gewinnen, wo steht die Schule mit ihren Möglichkeiten. Sie sehen da wiederum unsere vier Säulen. Ich habe hier das auch analog für Sie bereitet und es gibt auch einen Bitly-Link, Bitly, O-Footprint und U-Footprint, immer O und U groß geschrieben. Dort können Sie sich das auch digital anschauen und ausbessern. Und es gibt noch viele mehr Tools, die wir jetzt da leider Gottes nicht mehr sagen können, auch ein E-Portfolio, die wir einsetzen, um die Strukturen, die wir gesagt haben, zu begleiten. Danke.